Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch grüßen, ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid, ich hoffe ihr hattet einen wundervollen, tollen Tag und heute, ja heute, da gibt es die Gerechtigkeit zurück, denn wir spielen Gerechtigkeitsgraves und auf keiner anderen Lane als auf der Midlane, denn ich habe mich so gefragt, Gerechtigkeit hier und da im Jungle kennt man's, aber was ist mit der Midlane? Graves in der Midlane, wie schlägt er sich da? Weiß niemand, niemand weiß es, niemand und deswegen werden wir das heute herausfinden, meine Freunde. Ja, wir haben ein sehr harsches Team, sag ich mal. Also wir haben zwar diese, wir haben, also auf dem Blatt Papier, broken, mit Lulu zusammen broken, Graves Midlane, Dark Harvest super broken. Aber was ist jetzt wirklich eigentlich? Also weiß nicht, wir haben keine Tanks, die Gegner haben zwei Leute, die AD Carries und so weiter crushen. Es wird spannend, meine Freunde, es wird spannend. Ja, ich habe, wie gesagt, hier Dark Harvest mitgenommen. Dark Harvest ist lustig, das ist der Grund, warum ich es mitgenommen habe. Ich habe halt so gedacht, so ich mache halt diesen Feuerball, diesen riesigen Bam, so Feuerballjunge und dann kriege ich ja Dark Harvest auf seinen Kopf. Ja, das ist die Idee dabei, aber Dark Harvest ist scheiße, spielt damit nicht. Wenn wir jetzt Glück haben, hat der Magieresistenz mit. Das ist der riesige, der hat gar nichts mit, okay. Der hat Leben mit, oder was? Ja, okay. Na, ich hätte mir nicht gedacht, der denkt wahrscheinlich, dass Vladimir Mitte ist und Vayne Toplane oder irgendwie so ein Bums halt, ne? Okay, das heißt aber, dass wenn wir ihn berühren, explodiert der praktisch. Ne? Also müssen wir gucken, ob wir das hinkriegen. Oh, das Last, das ist aber auch. Lad nach! Uff, da muss man echt hier. Guck mal, jetzt machen wir einen Auto-Tag und eine Q. Komm. Und. Fr. Ja, das ist okay, Aschar. Wir müssen aufpassen. Pantheon Jungle ist sehr, sehr gefährlich. So, wir machen jetzt einfach in sein Gesicht. Brr. Brr. Wow! Ja, komm, bleib da am Turm. Bleib da. Ah, wir müssen wir nicht zu greedy auf den richtigen Moment warten, Leute. Er muss einmal am Turm stehen. So. Brr. Ja, okay. Das hat nicht den Turm berührt anscheinend. Gank mit Level 2. Be ready. Ja, okay. Ich bin ready, aber, ne? Push wahrscheinlich ein bisschen zu hart. Ich glaube, wir bleiben bei dem Plan in sein Face. Das ist die ESF. Taktik. Hidden Beyond Gerechtigkeitstaktik. ESF. ESF! Fre! Ja. Wir brauchen, Dark Harvest gleich wieder ready. Ah, haben wir schon ready. Oh, er leuchtet! Das ist das Gerechtigkeitszeichen! So wie Batman. Wenn dieses Zeichen da ist, dann wird Gerechtigkeitsman erscheinen. Gerechtigkeit! Frippa! Oh, ich hätte ihn killen können mit Flash. Komm! Komm! Ich muss dafür, ich muss. Na, okay, dann nicht. Dann nicht. Von da kriegt der XP, der Boy. Das ist ja harsch. Ja, ich hätte ihn haben können. Schade. Aber ich weiß ja selber nicht, was ich... Leute, I don't know. Graves und so. Können wir mal mehr Oberkörper zeigen? Ja, ein bisschen vielleicht. So, schön. Ich habe halt überhaupt keine Ahnung von Graves. Oh, ja, Teleport. Wir müssen jetzt... Ich hätte schon back sein. Können wir pushen die mal eben schnell durch, den Bums hier? Ne? Brä, hier. Lasset Bombe. Oh shit, okay, die hat nicht gesessen. Gut, wir kaufen, ich habe keine Ahnung. Damage. Schwerter. Ja, kaufen wir mal das hier. Kaufen ein bisschen. Schuhe sind auch cool, aber dann haben wir keinen Pot. Aber ich bin schnell. Ne, ich meine, man muss ja auch sagen, es ist ja der Retter in der Not. Stellt euch vor, ihr seid mega in der Not und müsst gerettet werden. Und der Dude, ne, ich meine, gibt es so eine Zentrale der Gerechtigkeit? Weil, davon gehe ich aus. Und wenn jetzt aber der zu retten ganz weit von dieser Zentrale weg ist, nicht ortsnah quasi, dann muss der einfach hier Lieferzeit 20 Minuten für den Retter oder was. Ne, deswegen Schuhe, damit wir schneller da sind. Wir machen erstmal ein paar Minions hier weg. Machen wir erstmal ein paar von den Bums hier weg. Ne, das ist echt, hat sich ein bisschen was angesammelt hier. Ein Ocean Drake bräuchte ich. Bisschen Mana wäre cool. Also, bisschen Mana-Regeneration, sagen wir es so. Komm, ihr verpisst euch jetzt erstmal alle. Schön. Schön. Ist schon, das First Blood tatsächlich von gegen Lulu. Von gegen Lulu, okay. Freund, wir machen erstmal ein Ward. Ein Ward. Denn Verbrecher kommen selten alleine. Ich würde sagen ESF. ESF, meine Freunde. ESF, okay, sehr gut. Bombe. Fre. Und. Also das hat, oh, er hat jetzt auf jeden Fall da Kaffestierung. Leute, wir machen gleich die Flash-Bomben. Wir müssen halt aufpassen, weil er hat halt auch Flash. Sonst hätte ich ihn schon längst mal vorher angeflasht, aber
Wenn ich jetzt einfach so einen Flash-Move mache, dann flash einfach weg und dann war's das. Zumindest mit meiner Q. Versteht ihr, was ich meine? Ich brauche aber seine Dark-Harvestierung. Die wäre ganz nett auf jeden Fall. Wir haben leider auch kein Mana mehr, ist das Problem. Hier ist ein Gank. Jetzt. Now or never. Now or never. Ich meine, solange wir Dark Harvest Decks kriegen, ist auch alles irgendwie im Rahmen, ne? Und weiter geht's. Bräh. Ja, das ist... LOL! Okay, das ist dumm, Leute. Ich habe das Q gedrückt, bevor ich weggebombt wurde. Dann hat er es nach der Wegbombung immer noch geschossen. Weiß ich nicht. So, wir haben jetzt Ultimate. Allerdings... Komm. Ja. Weg mit dir. Later! Also der Flash war vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich hatte irgendwie Angst, dass ich noch irgendwas abkriege. Oder dann mit den Bomben, dass du einmal falsch läufst. Leute, ganz ehrlich, im Nachhinein kannst du immer sagen, dies und das und Ananas. Es war gut, es war okay. Ganz ehrlich. Hauptsache, der Gerechtigkeit wird Genüge getan. Ein Zitat aus irgendeinem Spiel. Ich glaube Warcraft 3, ich weiß es aber nicht. Möge der Gerechtigkeit Genüge getan. Wahrscheinlich aus jedem Spiel. Und in jedem Spiel gibt es diese Gerechtigkeitslords. So, zack. Schwerter sind da. Komm, dann gönnen wir uns auch mal hier ein bisschen tränken. Na, wir müssen ja auch gestärkt sein. Auf geht's. Also, wenn er jetzt keine Rüstung kauft, und er wird keine Rüstung kaufen, ich sehe da ein Buch, ja. Dann, Leute, der kriegt jetzt so viel Damage in sein Gesicht. 3 Stacks sind auch schon da. Soul Harvest from the Weak. Sehr gut. Von den Schwachen. Na, erst 0-1, aber hat er geflasht? Weiß ich nicht, Alter. Weiß ich nicht. Glaube nicht. Glaube nicht. Guck, jetzt geht's nämlich los, Brudi. Nee, wir laden erst einmal nach, damit wir 2 Schüsse haben. Jetzt geht's los. Ja, er hat auf jeden Fall Respekt. Hier ist ein Bandion, ich bin unterwegs. Können wir was machen? Ja, potenziell. Ich mache erstmal den Potenzialschuss. Okay, jetzt machen wir so, Leute, jetzt verkauft mich nicht. Hier, ein Dark Harvest Deck, sehr gut. Leute, verkauft mich nicht. Wo ist mein Mates? Meine Mates-Teams? Oh, Botlane. Ja, ja. Hey, Leute. Ohne Witz. Ich bin so... Okay, Leute, ich helfe. I'm Tobi, I'm helping. Alle haben mich verkauft. ADK wird einfach weitergefahren. Supporter kam erst einen Tag später und Twitch ist auch einfach weggerannt. Weiß ich nicht, Leute. Weiß ich nicht. Ich applaudiere auf weiß ich nicht, aber ist okay. Na, so wird... Das Gute wird immer mit Füßen getreten. Aber als das Gute kannst du jetzt nicht einfach sagen, ich bin nicht mehr das Gute, ich bleib das Gute. Das ist einfach so. Was gut ist, ich bin nicht nur gut, ich bin auch günstig. Also, ne? So, gut. Top Lane 0, okay, 1-1. So, gut, mein Freund. Du willst hier, du kriegst. Ja, okay, mach du deine Bombe. Komm jetzt nochmal her, jetzt hat er die auf Cooldown. Vielleicht kommt er auch nicht her, wenn er nicht kommt, dann halt nicht. Wer nicht will, der macht auch nicht. Zack, komm schon. Ja, ich hätte mit Elas hin können, aber ich will Mana, dies, das, ne? Komm, ich glaube, wir pushen jetzt durch und dann roamen wir Bot, oder? Ne, okay, er ist immer noch da, pass auf. ESF, meine Freunde, ESF, ESF. Der hat keine Rüstung, Alter, der schmilzt, wenn ich ihn berühre. Der ist wie so ein Soft-Eis. Aber er ist halt sehr weit entfernt. Hier ist schon wieder Pantheon. Ich bin unterwegs. Ja, okay, nee, komm, das hat doch nichts. Das hat weder eine Hand noch eins Fuß. Aber der ist noch hier, Leute, okay. Komm, hier, Tarnbombenattacke, Autotake. Q und weg. Bruh. Ja, okay, ja, nee, aber nee, ist okay. Würde ich nochmal genauso machen. Zack. Weil der Vorteil ist, wer keine Ultimate hat, der wird nicht in Sachen reingebaitet. Bruh. Ja, das war für einen Trade, war das guter Schaden. Er denkt sich jetzt auch so, wow, guter Schaden. Ja, und jetzt pushen wir seinen Turm, weil er geht jetzt shoppen. Verpiss dich. In sein Gesicht. Bra. Stell dich vor, ihr kriegt das mitten ins Gesicht rein, die Schrotflintenmunition. Das tut schon weh, glaube ich. Komm. Okay, dann holen wir uns eine Platte hier. Lecker Platte, Platte. Kriegen wir 2 Platten, frage ich. Wir müssen halt immer drauf... Er hat halt sehr viel Wavegear. Ja, komm. Komm. 2 Platten. 2 Platten. 2 Platten. 2 Platten. 2 Platten. Okay, sehr gut. Jetzt sind wir noch weg. Ich komm weg. Hier für dich. Ich habe kein Mana. Gleich. Oh, den hätte ich, glaube ich, actually noch gekillt. Aber Leute, würde ich genauso wieder tun. Für 2 Platten sterbe ich gerne. So. Ist natürlich unglücklich, dass Pantheon da noch ankam. Und wie gesagt, der Waveclear war halt sehr hart. Was denke ich mit unserem Jungler? Hier, halt mal meine Mitte, bitte. Okay, hier kommt der Gank. Ja, das könnte was werden, aber...
Ja, er ist der Krokodork. Er leuchtet rot. Er ist die Bösigkeit in Person. In Krokodil. In Tier. Ein Krokotier. Tötet ihn jetzt. Danke. So. Brett. Ich weiß nicht, kauf mir Jomus oder Dragtablet. Dragtablet ist bestimmt lustig, weil Bam. Jomus ist bestimmt lustig, weil schnell. Na? Aber wir müssen auch Schaden machen. Ich glaube, ne, aber auf der Lane, Dragtablet ist halt auch schwierig. So, okay. Leute. Dieser Pantheon, ne? Ich meine aber. Nee, da kann ich jetzt auch nicht helfen, Sir. Da muss der mal seinen Jungle da ein bisschen warden oder so. Na, ich kann auch nichts alles machen. So, wir pushen jetzt durch den Club. Wir gehen mal eine Runde zur Bot. Guck mal, er kommt jetzt hier, Six kommt auch gleich, ich bin weg. Frage ist, gehen wir jetzt direkt zur Botlane? Wir könnten halt Pantheon jetzt zur Botlane führen, weil dann, und dann gehe ich wieder zur Mitte. Das ist halt Gank-Jungler-Transfer. Leider ist das mit meinem Team anscheinend nicht abgesprochen. Leute, habt ihr Bock oder nicht? Seid ihr gut drauf? Könnt ihr aufhören zu schlafen? Leute, hallo hier? Die sind alle getbar, actually. Die sind full getbar, ich brauche da nur eine Q reinmachen. Das sind die alle One-Shot. Na Leute, tötet die jetzt! Die sind alle legit! Die sind einfach alle legit! Das gibt's doch nicht! Stirb! Danke, den auch noch, komm! Dark Harvest Bombe! Bang! Bang, bang! Guck mal, jetzt kommt der hier mit seinen 3 Schaden und nimmt hier... Weißt du, ich mach hier Todeskampf. Ich bin Batman, er ist Robin. Ich mach hier Todeskampf und er nur so... Ja, ne? Er ruhmt hier, ne, ohne mich wäre er gar nichts hier, der Robin. So, wir machen jetzt, komm, wer schnell läuft, der schießt auch schnell. Also, kann schneller anfangen wieder zu schießen, sagen wir es so. Also, weil wir halt schnell auf der Lane sind. Gib mir jetzt Mana, verdammte Scheiße. Naja, gut. Gut. Also, jetzt bauen wir noch ein Dragtablade. Ich glaube, Black Cleaver, vielleicht Infinity Edge, irgendwie sowas, ne? Ich weiß nicht genau, irgendwie so halt Zeugs, was ordentlich böllert. Den, wenn ich ihn berühre, er ist aus Barbier. Ich würde aber gerne meine Ult haben, bevor ich ihn berühre. Aber er hat gerade seine Bomben hier geworfen. Komm, machen wir erstmal den Bombs hier weg. Zack. In dein Gesicht. So, ich habe Red Buff. Sehr, sehr geil. Ich weiß noch nicht, wo Bantheon. Ich glaube, er ist unten. Okay, komm. Hast du Lust? Have you Lust? Komm, ja, werf dein Zeug. Ja, ja, werf euch. Und jetzt tun wir so, als wären wir sie nicht interessiert, so. Nee, ich hab gar keinen Bock, hab ich nicht. Und jetzt in seinem Gesicht. Also der Schaden ist okay, Leute. Hätte ich jetzt Ult, wäre der about to die. Der ist very about to die. Ich hab gleich Ult. Kommt, Leute. Am Turm. Ich hoffe, dass Pantheon... Ah, Pantheon ist tot. Sehr gut. Komm, Pots rein. Er darf jetzt aber nicht gehen. Frage ist, wie mache ich das? Dash, Q, Ult. Brudi, jetzt mach mal nicht hier... Er macht ein Fass auf, Leute. Okay. Wir warten, bis Jomus aktiv ist. Wir kriegen da ein bisschen mehr Move-Speed. Jetzt. Und jetzt warten wir, bis er die Minions hier haben will. Die da. Den. Nimm ihn dir. Es ist deiner. Ich schenke ihn dir. It's a prank! Durr! Okay. Weißt du, du siehst ihn nicht mal und die Bomben kommen... Die kommen einfach vom Nexus geflogen, die Bomben. Aber ist okay. Dann nehme ich deinen Scheiß-Turm. Wobei, nee, Platten gibt's auch keine mehr. Dann war das ein Prank. Tschüss. Harsch. Sehr harsch. Hier ist ein Ward. Das war vorhin schon da. Walt Disney. Wegmachen deinen Scheiß hier. Zack. So, da ist ein Tony. Den nehme ich auch. Brudi. Richtig räudiges Game hier. Ja, dann, Leute. Dann gehe ich shoppen. Weiß nicht. Mana laden. Wir pushen aber noch eine durch. Vielleicht haben wir... Nee, wir haben... Und doch, ja, wir könnten nochmal einen Deer kaufen. Hier nochmal eine Q rein. Zack. Also Damage macht es schon, ne? Peng. So. Wie sieht's denn insgesamt aus? Bisher 12-10. Ich krieg grad den kleinen Schlumpf nicht kaputt, weil der... Ich müsste irgendwie Assassins Mechanics machen. Guck mal, wir machen jetzt schnellige Schuhe. Dann haben wir zwar keinen Dirk, aber wir sind schnell. Weil, ne, wie gesagt, Lieferzeit jetzt auf 10 Minuten reduziert. Wenn irgendwo eine Gefahr ist, ich bin da. Das ist, finde ich, das Wichtigste. Stell dir vor, es gibt den heftigsten Retter, den gibt. Und du bist am Sterben. Aber der heftigste Retter ist erst in, keine Ahnung, 22 Minuten 50 da. Dann, shit, bringt dir das auch nichts. So, guck mal, vielleicht wäre hier der Turmbass. Dann nehme ich den. So, Liefergebühr.
Zack. Komm schon. Na, stirb. Stirb, du Dreckige. Und na, so, okay. Sehr gut. Jetzt können wir ihn chasen, Leute. Wir müssen aber erstmal hier einen Ward hinstellen. Und jetzt chasen wir ihn. Wir warten. Wir tun so, als wären wir sind weg. Und wir sind weg. Aber wir sind schnell, Leute. Das ist auch der Vorteil an Schnelligkeit. Man ist schnell und laufen jetzt mitten in den Pantheon rein. Und jetzt kommt... ja, hallo! Ja, Leute, das... ohne Witz. Das Leck, das Zelt... hey, Leute. Also, erstmal ist cool, dass wir mitten in den Pantheon reingelaufen hatten und er einfach 3 AP hatte. Und zweitens... also, ich glaube, das ist Buffering. Kann das sein oder bin ich so bad? Ich habe, glaube ich... ich habe QR gedrückt und nachdem der die Q gemacht hat, hat der... die hat halt gereicht und danach ist er sofort gestorben. Ich glaube, das ist Quatsch, Leute. Also Schaden ist gut, ne? Schaden ist gut, Leute. Schaden ist gut. Wir verstecken uns jetzt hier. Und warten. Das ist ein Journal, Leute. Oh! Irgendwas hat mich getroffen. Ja, ja, wohin sind wir jetzt laufen? Nach oben? Hier? Nach unten. Oh ja. Oh no. Schuss. Weg. Deine Mama. Und nochmal. Und no. Shit, wieso kommen die immer alle in... das hier ist voll das Jumpscare-Game. Du läufst irgendwo hin, auf einmal... puff, alle da. Okay. Draktarblade it is. Mit Draktarblade wäre die sofort gewone-shotted gewesen. Ja. Haben wir auch fast zusammen, tatsächlich. Die Frage ist, brauchen wir Pots? Nee. Gut. Haben wir schnell beantwortet die Frage? Schwerter sind da. Guck mal, wir haben jetzt auch hier 333 Schaden. Das muss doch für irgendwas gut sein. 600 Duck, 11 Stacks ist auch nicht schlecht für Minute 17. Aber Leute, macht es nicht nach. Spielt kein Darkavis. Wer Darkavis spielt, hat die Kontrolle über den Win verloren. Ich glaube wirklich nur Kartus ist worth mit Darkavis. Nur Kartus. So, also dieser, ohne Witz, ne? Dieser Schlumpf. Jetzt aber. Jetzt krieg ich ja, Leute. Wenn nichts jetzt. Er pusht halt schon wieder, aber ist okay. Er hat seine Q benutzt. Ich bin da. Und go. Er ist aber auch, er ist einfach... okay, wir müssen halt wirklich ein bisschen die... wir müssen Fallenstellen machen. So von wegen, ja, komm ohne Polizei und so, Übergabe, so weiter. Und dann bin ich aber da. Wir gehen... oh, 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 oh. So. Ja, guten Tag. Nee. Ich glaube, die Ult hätte aber auch richtig gezielt nicht gereicht, Leute. Darauf möchte ich kurz applaudieren. Hier, können wir den schaffen oder ist das Quatsch? Oh Mann, ich hab mir die... was? Du Miststück! Ich hab mir die ganze Zeit die E aufgespart, weil ich eigentlich der Jenna noch ins Gesicht dashen wollte. Weil ich hatte diesen inneren Wut, dass sie mich hier gekillt hat. Boah, die ist 618, die Frau. 618. Und jetzt haben wir kein Geld für Draktar. Dieses Game. It drives me crazy. Aber diese Games liebe ich. Weil wäre ich jetzt 12-0. Ja, Leute, 12-0. Wer will 12-0 Games sehen? Niemand. Ich hab hier 12-0. Will doch keiner sehen, ist doch langweilig. Okay, der Blutsauger saugt Blut. Ohne Witz, dieser Six, ne? Das gibt's nicht. Ohne Witz, ich spare mir halt immer alles auf. Und deswegen kill ich keine Leute. Ich bin Sparflammen-Man. Ich bin einfach auf Sparflamme. Das liegt aber auch einfach daran, dass halt uns die Mittel der, hier, der Gerechtigkeitsliga, die wurden halt gekürzt. Wir haben nicht mehr so viel. Du Miststück! Stopp! Na! Na, okay, aber immerhin ist... wir haben richtig Kineten gemacht. 800 Leute. So, Draktarblade ist da. Was brauchen wir, um dieses Game zu beenden? Black Cleaver? Was könnte gut sein? Dann laufen wir schneller, schießen öfter. Also können zumindest öfter nachladen, hier eh und so weiter. Nee, ich glaube, das ist gut. Ich glaube, Attack Speed hätte ich mir auch kaufen können. Das ist. Ne, man baut. Aber ne, wir sind ja, ne? Lieferzeit, Movement Speed und so weiter. Ah, okay, Draktarblade ist da. Black Cleaver kaufen wir jetzt und dann vielleicht noch. Entweder Infinity Edge oder Edge of Night. Hm. Wir stehen 5-5. Solange wir Stacks bekommen, ist gut. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr sneaken, Leute. Wir sind
Ich glaube, ich muss mich an Garen halten. Man muss halt die Verbrecher in Flagranti erwischen, auf frischer Tat. Und das geht nur, wenn man selbst unentdeckt ist. Wenn ich jetzt hier hinlaufe und die Gegner sehen Polizei, dann denken die so halt, kommt hier gerade ein Ult? Achso, das war sein Speer noch. Ne, man muss quasi wirklich aus dem Unentdeckten kommen. Das heißt, wir verstecken uns jetzt hier. Man legt sich hier auf die Lauer. Wobei, die laufen gerade alle runter. Wir legen uns jetzt hier irgendwo auf die Lauer und warten. In irgendeinem Busch. Wobei gerade jetzt unten sehr viel Action kommt. Ich bin, ja, aber ist okay, wir warten jetzt hier. Hier warten wir jetzt, Leute. Wir warten. Auf den richtigen Moment. Und dann gibt's Zugriff. Mhm, go. Zugriff! Polizei! Ja! Da! Ja, doch! Ist guter Schaden, ist guter Schaden. Schieß! Ja. Okay, ich bin raus. Later. So nämlich. So nämlich. Sehr schön. Naja, wir müssen. Ich meine, ich bin Gerechtigkeit in Ausbildung, Leute. Das ist ein. Das muss. Ne? Das. Ne, also, da muss man auch erstmal ein Auge zudrücken und so. Das kann nicht alles sofort klappen. Das heißt, wenn ihr das jetzt zu Hause auch macht, so denkt, so, ja, ne, mal ein bisschen. Ne? Ihr könnt ja auch nicht sagen, nur weil einmal nicht klappt, hat nicht geklappt. Komm ich hier rüber bin oder bin ich zu dick? Okay, ich bin zu dick. Der wäre aber richtig geil. Haben wir einen Ocean Drake? Nö. Oh, wieso recke ich den HP? Irgendwo, da stand ja gerade eine grüne Zahl, bin ich dumm. So, ich würde aber auch den Blue Buff noch konfessieren. Sag mal was, konfessieren? I confessiate the blue. Twitch macht hier, aber ich, Brudi, ich bin... Yes, sagt er, gut. Ne, ich meine, andernfalls wäre halt Hausdurchsuchung gewesen. Ist auch besser so. So, wecke niemals einen schlafenden Tiger. Black Cleaver ist da. Sehr gut. Wir haben jetzt Mana, wir haben Buffs, wir müssen uns jetzt wieder auf die Lauer legen. Na? Leider fehlt ein bisschen zum Black Cleaver, ne? Ein bisschen fehlt da. So, wo ist die Gefahr? Also ich bin die Gefahr, klar, aber, ne? Okay, wir legen... Die Frage ist, wo sind diese anderen Boys hier? Jenna, Ina, Zachella? Okay, er geht hier unten deep. Wir schleichen wir uns mal hier entlang. Ja, boah, nee, komm. Jetzt mal mit dir. Hier. Bleiben Sie stehen! Sie sind verhaftet! Oh ja, geil. Hier ist ja eine richtige Buschparty. Au! Geh weg! Bläh. Ja, also... Nee. Ja, ja, doch. Ja. Was? Nichts bekommen? Alter, dieser kleine Six, ne? Stirb jetzt mal. Das, der ist halt the Sterbling. Ja, also, holy shit, das war ja eine richtige Razzia hier. Richtige Buschparty war das. Okay, der hat auf jeden Fall Bock anscheinend. Er leuchtet! Leuchtschuss! Oh, ging nicht. Warum nicht? Ich war schon so am Laden oder so. Leuchtgranate! Sehr gut. Brr. 312. Okay, wir gehen mal wieder auf Lauer. Wir stellen uns hier. Hier ist das... Okay, nein. Ich könnte aber auch Black Cleaver jetzt fertig machen. Oder wir... Oh, da kommt ein Blue Buff. Wer will den haben? Six vielleicht? Wir stellen uns einfach hier auf Lauer. Ich habe leider... Dieses Wort ist halt super bad, weil... Oh, das ist so gefährlich, aber... Okay, ja. Schuss. Ja, okay, ich bin raus. Later. Hier ist noch ein Ignite. Ja, okay. Nee, gut. War genauso geplant. Ah. Ja, nee, ist gut. Ich stelle mich mal hin und port weg hier. Und gucke zu, ob hier alles richtig gemacht wird. Ordnungsvoll, Ordnung und so. So, Black Cleaver ist da. Ich höre gerade aus der Regie, dass wir Crit brauchen. Ist das korrekt? Gut, dann machen wir das so. Machen wir aber erstmal das. Na? So, gut. Gut. Jetzt müssen wir uns wieder mal ein bisschen hier, ein bisschen auflauern, Leute. Ne? Das kann so nicht weiterlaufen. Ich bin halt echt schnell, ne? 462er, das geht schon klar. Schon flott. So, wo ist Sivir? Wo will Sivir? Wann ist Sivir? Die Frage ist nicht, wo ist Sivir, sondern wann ist Sivir? Das Jenna Ina. Okay, Motors an.
Okay, wir müssen jetzt erstmal kurz kurz die Lage beurteilen und zugucken. Weiß ich nicht. Weiß ich immer noch nicht. Hier ist eine Bombe. Okay, die hat Bock. Ja, dann habe ich auch Bock. Okay, also, nee. Ich glaube, sie hat auch meine Ult geblockt. Oder hat sie war das ein Jenna's Shield oder so noch? Nee, aber sie hat das Shield doch vorher. Ach, ich weiß es nicht. Nee, es war einfach nicht gut. Ich wollte gar nicht. Ich wollte wirklich nicht. Unser Team ist halt, das Problem an unserem Team ist, wir haben kein Engage. Wir haben an sich echt stark. Jeder Champion von uns ist relativ stark. Wir haben aber keine Tanks. Und kein Engage. Und kein CC. Also keinen guten, so, ne? Sowas wie Amumu, ich halte euch alle in meinem Arm. So, ne? Ohne Witz, das wäre mal insane, wenn die so eine Animation machen würden, dass Amumu, dass das einfach so eine riesen Umarmung ist, dass er alle umarmt, damit sie bei ihm bleiben, weil er allein ist und weint und so, ne? Gut, okay. Das war ziemlich. Das Problem ist, dass Jenna, Ina und die, ich weiß nicht, das sind bestimmt Premates oder so, die sind halt immer alleine. Immer. Zusammen meine ich. Together. Die sind immer together. Das ist meiner. So. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen. Das war gerade Quatsch, Leute. Das war Quatsch. Die haben jetzt Baron, aber ich würde trotzdem, ne, hier hingehen und gucken. Und lunsen. Wieso geht das nicht sofort kaputt? Ist das nur bei Nahkämpfern? Okay, Leute, ich arbeite alleine. Ich bin Detektiv. Geht mal weg. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr geht raus und auf einmal sitzen in so einem Gebüsch 7 Detektive. In einem Busch und gucken zu. Ja, war mir klar, dass es in die Hose geht. Genau deswegen arbeiten nämlich Detektive alleine, Leute. Gut, wir gehen jetzt Botlane. Leute, macht mal einfach nichts. Habe ich ihn jetzt da rausgeschossen? Verpiss dich. So. Wir farmen mal ihm kurz ab. Wer weg? Sehr gut. So, wir können vielleicht auch den Tower konfessieren. Ist das ein Wort? Konfestation. Konfestieren. Konfestieren. So, her damit. Guck mal, wir machen auch ganz netten Damage hier. Naja, die machen andere Dinge da, die chasen. Ja, jetzt pinkt mich nicht, Leute, wenn ihr alle sterbt. Ich habe alle weggepinkt. Das ist jetzt nicht mein Bett, wenn ihr alle sterbt. Außerdem, was soll ich da jetzt alleine machen? So. Guck mal, außerdem, wenn ich jetzt hier den Tower bekomme, was ich nicht weiß, ob ich das tue, dann ist das actually worth. Guck mal, ich baller das Ding um. Weißt du, dann wird hier um. Okay, die beenden, glaube ich. Leute. 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 Vayne. Leute. Leute, aber das. Ne, jetzt kann man sagen, Report Grace oder so, aber. Erstens, ich wäre alleine gegen diese ganze Welt da gewesen. Jetzt am Ende noch mit Vayne zusammen, aber. Also Leute, 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 ja, so Leute. Also hier kann man verschiedene Schulz. Wir gucken uns mal den Chat an, der ist bestimmt lustig. Ja, also Leute. Nee, also hier kann mir wirklich, also. Lasst uns kurz analysieren, bevor ihr jetzt sagt, wow, Tobi ist so bad. Lasst uns kurz analysieren. Alle Gegner hatten Baron. Alle. Ich habe richtig viel backgepinkt. Backping war da. Backping war gut. Denn, hey, die waren zu viert. Die waren zu viert und Baron zu fighten ist ganz dumm. Ganz, einfach warten, bis Baron abläuft. Wäre es klug gewesen. Was klug ist, was ich gemacht habe in der Zeit, den Side Tower zu pushen. Side Tower pushen, weil im besten Fall. Wären die Gegner nur da, ne, mein Team wäre zurückgegangen, da wäre nichts passiert, die hätten am Tower irgendwie verteidigt und ich habe trotzdem da oben den Druck und die macht die Türme und da müssen Leute zurückkommen, um das zu verteidigen. Kostet den kompletten Baron. Im Medium-Fall fällt unser Turm zwar, aber ich kriege deren Turm. Das heißt, obwohl die Baron haben, traden wir ein Inhib gegen ein Inhib und im schlechtesten Fall, ne, das war eigentlich schon der schlechteste Fall. Ja, oder im schlechtesten Fall, wir verlieren unseren und ich krieg oben nur den Turm oder nicht mal den Turm, aber. Ja, Leute, 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 Leute! Ja, okay, das war Gerechtigkeitsgraven, Grace. Leider wurde Gerechtigkeit heute nicht genügend getan, aber. Ja, Leute, hier Auszubildende in Ausbildung, weiß ich nicht, was ich da machen soll. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss.